Wir brauchen Insektenspray. Verdammt noch eins. Planet Alpha, wir sind hier im, ja, in einer Art Bienenstock oder weiß der Geier was gelandet. Es geht weiter mit Planet Alpha und ich bin nach wie vor sehr gespannt auf eure Meinung. Das ist das Angespielt. Das heißt, wir haben in jeder Folge eine kleine Abstimmung, wo ihr eure Meinung über das Spiel kundtun könnt. Und heute geht es um die Atmosphäre im Spiel. Da oben habt ihr wieder das I für Infokarte. Da findet ihr die Umfrage und könnt fleißig teilnehmen. Vielen Dank schon mal dafür. Also, wie gut findet ihr die Atmosphäre? Wie gut kommt sie rüber? Wie sehr packt euch das Ganze? Und da spielt natürlich auch ein bisschen die Grafik mit rein und die Geschichte, die erzählt wird. Ich bin gespannt darauf. Vielen Dank fürs Teilnehmen und jetzt schauen wir mal, ob und wie wir hier wieder rauskommen und ob diese Brummer uns wohlgesonnen sind oder nicht. Der abgefahren aus. Ich würde gerne ranzoomen. Ich würde die gerne aus der Nähe sehen. Hoffe, die haben nichts dagegen, dass hier so ein Fremder in ihrem Stock gelandet ist. Und zwischen... Was? Nein! Um Gottes Willen, das waren wieder Laserschüsse. Ich glaube. Gut. Besser schieben, jawohl. Das reicht nur nicht. Hey. Nee, okay. Weiter schieben. Geht das noch? Ah, warte mal. So? Kann ich das irgendwie... Ich muss das aufstellen, glaube ich. Moment. Ja, das funktioniert ja gut, ne? Gibt es hier noch ein zweites Ei oder so? Da oben. Oben ist noch so ein großes, ne? Da sieht aus, als wäre da so ein großes. Komm mal da hin. Moment, wir nehmen das mal zurück. Tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum. Oh, okay. Ja, er springt nicht automatisch drauf. Glaube nicht, dass wir dann da hinkommen. Oder doch? Ha! Sehr gut. Okay, und dann das. Zack. Bums. Und das reicht dann jetzt dafür, um da hinzukommen. Schaukel. Hä? Ach, komm schon! Hä? Komm schon, mach die Arme hoch! Oh. Halt, 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 halt! Ah! Das muss doch reichen! Jawohl, okay. Oh Mann. Die Natur, sie wird nach und nach zerstört von diesen Eindringlingen. Das war wohl hier die Brutmutter oder wie auch immer man das nennen kann. Ah! Ah. Ah. Oh. Okay. So viel zur Frage. Oh, wo bin ich? Oh. So viel zur Frage, ob die mich hier wohl. Ob die mich hier wohl mögen. Hm.
Ich will euch hier nichts tun. Ich bin einer von den Guten. Mal schauen, mal weiter schielen. Ein bisschen kann man ja die Kamera bewegen. Da fliegt wieder ein bisschen was. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt auf einmal alle aggressiv hier sind. Runter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die ganzen Glühwürmchen hier. Oh. Alles gut, hier ist niemand. Alles gut. Alles gut, beruhig dich wieder. Ich muss da nur dieses Ei da unten rauskriegen. Um Gottes Willen. Scheiße! Nicht da! Oh, verdammt! Ich mag es nicht, wenn sie so klackern. Dreh dich wieder um. Zeig mir deinen schönen Hintern. Die sind ja noch nerviger als die Roboter. Alles gut. Ich glaube, ich darf die gar nicht erst hier so zum Klackern bringen. Dreht euch um. So viel zur Atmosphäre. Ach du Scheiße. Da oben ist so ein Klipperklubsch-Ei, was ich wieder irgendwie verwenden darf. Boah, das Gesumme macht mich fertig hier. Ich vermute, ich kann da diese Wand hochklettern. Leider sehe ich... Kann ich die Wand hochklettern? Kann ich nicht. Oh, Scheiße! Lass den Scheiß! Ja, okay, mach mich halt weg, dann... Boah, ist das fies! Welche Richtung schaut das Tier? Ich war das nicht. Alles gut. Ja, fantastisch. Diese Akrotiere. Okay. Ich überlege gerade, wo ich jetzt hin muss. Ich vermute da nach rechts. Ja, jetzt. Weg, 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 weg. Gucken.
So. Okay, hier vorne im Vordergrund ist mal so eins ganz groß zu sehen. Ist schon krass gemacht, aber es fordert mich gerade total. Man merkt es ja kaum. Die erste Folge. Was? Nein, nein, was? Warum hat mich das gesehen? Das Verstecken ging doch die ganze Zeit. Ich wollte gerade noch sagen, so die erste Folge von... Geht er jetzt runter? Okay. Auch nicht gut. Also die erste Folge von Planet Alpha ist jetzt, wo ich das hier aufnehme, bereits erschienen. Und ich habe schon mal so eine Handvoll Kommentare lesen können. Einige sind begeistert, einige sagen, Plattformer ist nicht deren Welt. Das kann ich verstehen, weil das Spiel ist ja nicht nur Plattformer. Das Spiel ist ja in erster Linie eine ganz spannende Geschichte, die erzählt wird. Und die einen ja auch dann auf eine Reise mitnimmt. Geht's weiter. Vielleicht ist es ja dann... Vielleicht ist es ja dann für euch trotzdem was, auch wenn ihr vielleicht die... Sie lebt noch. Das freut mich ein wenig. Auch wenn ihr vielleicht dieses Genre als solches nicht unbedingt so mögt. Aber vielleicht ja dann trotzdem spannend, diese Geschichte zu erleben. Und diese Welt zu erkunden. Also die Brutmutter hat scheinbar die Robbys mal eben feinsäuberlich auseinandergenommen. Fast. Man hat's übersehen, scheint's. Also es befindet sich die Welt nach wie vor im Krieg. Die Natur wehrt sich gegen die Roboter, gegen die Technik hier. Muss ich den wieder ablenken oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Ich versuche das gerade mal. Ja, okay. Okay, den muss ich wieder ablenken. Also, man weiß halt manchmal nicht, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen doof finde. Man weiß halt manchmal nicht, wie ob man an was vorbeikommt oder nicht, ob wir jetzt auf einer Tiefe sozusagen sind. Hey, Huhu. Hummerchen. Huhu. Alles klar. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh! Hat er mich erwischt? Dass sie jetzt wegbleibt und nicht jetzt gleich wiederkommt und mich dann so platt macht. Im Endeffekt wird sie nicht großartig unterscheiden, ob das jetzt ein Roboter ist oder ein lieber Roboter ist. Keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, was wir sind. Aus hier. Oh, Moment, ducken. So. Meine Güte, das Spiel fordert richtig. Das ist krass, ist echt krass. Oh, wir sind wieder draußen, Gott sei Dank. Oben ist wieder ein goldenes Ei. Komme ich da hin? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Nochmal probieren. Nee, weiter zurücklaufen kann ich nicht. Damit... Ach, warte mal, kann ich... Nee, oder? Nee. Doch, geht. Ah, mit meinen Springkünsten geht alles. Ich nehme euch nur das goldene Ei, das auch eben geschlüpft ist. Ist doch alles gut. Okay. Nehmen. Oh! The Queen is not amused. Okay, das muss schneller gehen. Leider haben wir nicht so viel Zeit, uns diese ganze Sache anzuschauen. Wir müssen hier schnell durch. Ich muss hier also gar nicht mich ducken. Gott, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, die schafft es. Hoch, hoch, hoch. Oh, nee, runter, 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 runter. Ist das runter? Müssen wir runter? Ja. Runter ist eine fantastische Idee. Immer tiefer in die Scheiße. Meine Fresse. Boah. Also, der Krieg tobt. Der Krieg tobt. Was ist das für ein Totem hier? Ach du Scheiße. Okay. Das habe ich jetzt nicht geschnallt, wie man das macht. Muss ich? Da bin ich dahinter. Alles klar. Okay, immer weiter, immer weiter. Nicht viel Zeit da auf diese Armeen oben zu achten, das ist fast schade. Man hat dadurch, dass man so unter Anspannung ist und so viel hier beachten muss, dass man nicht irgendwo runterfällt und so viel schaut auf den Weg und dergleichen, dass man gar nicht so viel Zeit hat, den Blick abschweifen zu lassen. Um den Hintergrund mal so ein bisschen zu beobachten. Was ich ja so gerne mache, wie ihr wisst. Das sind Knochen. Ja, ist sehr beruhigend. Kann man da hochklettern? Nur mal so Interesse halber für später oder so, ob man die irgendwie greifen kann. Ne. Eine lustige Bewegung mit denen machen. Okay.
Oh, ich würde echt sonst was dafür geben, wenn dieses Spiel jetzt mal wieder ruhig werden würde. So viel dazu. Okay, und... Balancieren, balancieren und... So, jetzt ist die große Frage, wie denkt sich dieses Spiel gerade den Weg? Nach vorne wird es nicht gehen, wahrscheinlich muss ich auf diesen Schädel da springen und dann aber relativ schnell weiter, weil der bestimmt abfällt. Ich vermute das mal. So. Und dann? Kann ich den nicht irgendwie so ein bisschen... Dass der runterkracht? Das gefällt mir. So ist schön. Das gefällt mir, wenn man auch so ein bisschen durch ein bisschen abwegiger denken muss. Das finde ich schön. Huhu. Ihr kleinen Leuchte-Brummkreisel, keine Ahnung, wer ihr seid. Der klassische Kronleuchter-Trick. Hat Spaß gemacht. Eigentlich. Ah, okay. Ich dachte, da könnte man noch. Ich dachte, da könnte man noch drauf springen. Das heißt, hier müssen wir mit ordentlich Anlauf kommen. Oh, oder auch nicht. Geht das hier weiter? Nee, natürlich nicht. Kann man diesen Baumstamm bewegen? Der hat sich nämlich bewegt, als ich da eben drauf gesprungen bin, und ich konnte auch vorbeilaufen. Ja. Oh, wir sind stark. Wir sind sehr, sehr stark. Weiter, weiter, weiter. Oh, der ist lang genug. Weiter. So. Huch. Da kommt drauf. So, easy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sehe nichts. Oh. Hi. Schaut mal im Hintergrund, was da oben fliegt. Wie abgefahren ist das denn? Quasi Luftwale oder wie soll man das nennen? Müssen wir ein bisschen Gas geben. Ne? Hält. Ich muss da gerade mal ein Foto machen. Das sieht einfach so sensationell aus. Fantastisch. Ich liebe diese Welt. Ich liebe sie einfach. Ich hoffe, ihr auch. Ob jetzt Plattformer-Fan oder nicht, bin ich ja auch nicht so sehr. Ja. Ihr seht ja, ich bin da auch teilweise sehr ungeschickt. Aber andererseits habe ich auch immer so ein bisschen den Ehrgeiz, dann diese schweren Passagen irgendwie zu knacken, mich da durchzuhangeln.
Auch wenn ich nicht derjenige bin, der jemals irgendwelche Speedruns oder dergleichen macht. Dafür ist dieses Spiel auch nur so überhaupt gar nicht gemacht. Mal Tag gemacht. Müssen wir mal gucken, was wir davon haben. Nix, gar nichts. Hier war nichts. Das kam dir nur so. Geh wieder deiner Arbeit nach. No. Ich bin auch aufmerksam, dieses Arschloch. Geh wieder deiner Arbeit nach. Mach was Anständiges. Dann gehen diese Knospen zu. Ach du Scheiße. Aha. Oh Scheiße! Hier ist nichts. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Wie kriege ich jetzt das Biest dazu? Oh, jetzt ist der Robo in der Richtung. Okay. Eventuell muss ich doch nochmal Tag machen. Ich weiß es nicht. Der Robo mal umdreht. Ich meine, der ist da hinten jetzt am Leuchten, aber ich glaube, ich watschel dann gegen den. So, jetzt ist der Robo hinten und dafür ist hier dieses Licht wieder vorne. Okay. Okay, also das heißt, wir laufen da mehr oder weniger direkt durchs Licht durch. Gehen wir mal einen Meter zurück, wir machen mal Tag, was dann passiert. Mal auf. Was offenbaren die da tagsüber? Hm. Schwierige Kiste. Ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge dann einmal ausführlich an. Hier machen wir einen kleinen Stopp. Ich bin mal so mutig und schaue hier raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Planet Alpha wieder. Und dann werden wir irgendwie hoffentlich innerhalb von kürzester Zeit diese wunderschöne Welt retten. Das wird uns wohl im Angespielt nicht mehr passieren. Aber wenn ihr noch sehen wollt, ob und wie das vonstatten geht, dann lasst einen Daumen nach oben da und vor allen Dingen viele gute Bewertungen und Kommentare. Oben habt ihr noch immer die Möglichkeit abzustimmen, wie ihr denn diese Atmosphäre beispielsweise in diesem Spiel findet. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, so ihr denn mögt. Bis dahin, macht's gut und ciao.